Herzlich willkommen. Heute stelle ich Ihnen hier Paul Bissmann aus Nürnberg vor. Er ist Musiker und Medienkünstler und hat hier in dieser Woche eine wunderbare Klanginstallation aufgebaut, eine interaktive Klanginstallation, die ab heute für die Besucher offen steht. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, dich zu gewinnen, um hier eine Klanginstallation zu machen, die uns schon heute so viel Freude bereitet hat und den Besuchern, die schon da waren. Und jetzt würde ich gerne mit dir ein bisschen durch die vier Stationen dieser Klanginstallation in unserem Donomenta Art Lab, dem 60 Meter langen Tunnel, sprechen, der ja immer für Überraschungen gut ist. Also es sind nicht nur die Züge, die kommen, sondern eben auch einfach Nachrichten, die über die Bahnsteige laufen. Und es ist ja für eine Klanginstallation schon nochmal eine extra Herausforderung. Wir beginnen einfach mit dem Eingang, wie der Besucher hier seinen Weg nimmt, um den Tunnel zu durchschreiten. Und ich würde mich freuen, wenn du über die erste Inszenierung, das ja eine Videoinstallation ist, vielleicht so mal kurz etwas erzählst, was da zu erleben ist. Genau, also das erste ist eine Audio-Video-Installation. Und es ist für mich so das Symbol von, also das ist so die Eintrittsschranke in diesen Tunnel. Also ich sehe den ganzen Tunnel eigentlich als Instrument, als ein interaktives Instrument, wo die Zuschauer, Zuschauerinnen also alle Klänge entdecken können. Mhm. Und die erste Darstellung ist so quasi die Transformation ins Digitale für mich. Mhm. Also Übersetzung in Synthese im Kleinen. Ja, und das ist ja auch das, du hast ja deine Ausstellung Hidden Synthesis genannt, also einfach, es geht um das Versteckte, nicht gleich vordergründig Sichtbare, und das kommt schon in der ersten Arbeit eigentlich, wo die Menschen, die Besucher, die Betrachter, die ja Teil deines Experiments sind, also die im Grunde genommen in dem Raum nicht nur für uns zu leben helfen, sondern auch deine Kunstwerke ganz maßgeblich beeinflussen. Und auf dieser ersten Projektion, würde ich sagen, kommt der Mensch in seiner Person als abstraktes Abbild, vielleicht als ein Pixelbild, vielleicht wie ein Lego-Männchen. Und es bildet immer auch die Bewegungen, die der Mensch vor dieser Leinwand macht oder vor dieser Installation, zeigt sich als Bewegung. Und dort ist es auch eben gar nicht so einfach zu verstehen, was man gerade beeinflusst. Also das, ja, das mag ich eigentlich, dass man so eine Balance findet aus, ich sehe genau, dass es einen Einfluss hat und quasi meine Bewegung macht diesen Klang, und aber auch die andere Seite von, es passiert was, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Und da so eine Balance zu finden, dass halt das die Arbeit so ein Eigenleben hat, aber gleichzeitig ohne den Zuschauer oder die Besucherin eigentlich nicht funktioniert. Ja, gar nicht funktionieren, ja, würde. Und das manchmal ist ja bäumen auch, sie sich ein bisschen auf, aber an sich ist alles sehr still. Ja, 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 und das ist auch das Geheimnisvolle und das Großartige. Und ich sehe in deiner künstlerischen Arbeit einfach Layers, also verschiedene. Du, nicht nur das, was du also programmierst als Medienkünstler, als Programmierer, einmal dann wiederum als Musiker, aber dann auch eben die Visualisierung, dieses Einplanen der Bewegung von dir erst einmal unbekannten Menschen. Ja. Und das, also diese Interaktion, die finde ich unheimlich spannend. Ja. Die bringt mich auch drauf, dass ich dir gerne Geheimnisse entlocken würde, was gar nichts brächte, weil ich verstehe es ja nicht. Und Kunst zu erleben heißt auch, sich einfach dem hinzugeben. Und wir haben das heute gesehen, die Erwachsenen, jeder spielt unheimlich gerne und jeder bewegt sich gerne. Und was auch spannend ist, es ist auch dieses Moment des Besuchers, der sich ja auch gerne selbst sieht. Und das ist das Besondere an deiner Ausstellung, dass wir jetzt nicht ein Werk haben, das wir einfach betrachten, unbeteiligt betrachten, uns vielleicht denken, ist aber toll oder ist aber so, sondern wo wir eigentlich im Grunde genommen das Bild mitschaffen. Und das war natürlich wirklich der Hype, und dich zu gewinnen, weil das haben wir uns schon immer gewünscht, weil
das ein großes Bestreben ist, insbesondere der jetzt jungen Leute, die, für die das eigentlich durch Selfies und alles, die sind immer am Machen und sind immer beteiligt, ja, und immer im großen Hype unterwegs. Und den tust du natürlich mit deinen Arbeiten auch, ja, zumindest antriggern. Ja, ich glaube, spielen mag jeder gerne. Also, ja. Das ist eigentlich eine große Spielwiese. Ja, und es kommt auch ein gewisses narzisstisches Moment dazu. Also das ist auch ganz, wie die Leute sich losgelöst bewegen und Dinge machen, die sie zu Hause vorm Fernseher oder vorm Spiegel nie machen würden. Also es wird etwas geweckt. Und das ist immer für mich so ein Moment, wenn Kunst zum Erleben wird. Ja? Das heißt, wenn ich wirklich Gefühle entwickeln kann, dann berührt sie mich besonders, ja, also gelungen. Also ich kannte den Raum ja von, im Winter habe ich ihn einmal gesehen, aber wenn man dann wirklich drin arbeitet, ist es nochmal was ganz anderes, weil wir halt auch noch einen zusätzlichen Zufall haben durch die Züge, die oben drüber fahren. Und das war aber eigentlich, also hat dieser ganze Tunnel mit dem Hall, dem Langen und mit den Geräuschen und Störelementen, die man hat, eigentlich die ganze Arbeit inspiriert. Also es gibt viele Sounds, die man verbinden kann, die man wiederentdecken kann. Und das würde auf jeden Fall anders klingen und aussehen, wenn das ein anderer Raum wäre. Ja, und was mich auch noch sehr, sehr interessiert, das wäre schon die nächste Frage. Wir haben 4 Stationen. Alle Stationen sind dazu gemacht, dass der Besucher selbst interagieren kann und selbst etwas tun kann, Klänge schaffen kann. Wie ist überhaupt diese Idee bei dir entstanden? Was war dein Getriggertsein, das zu schaffen und in der Form zu schaffen? Also generell diese Art von Arbeit? Ja. Also ich komme ja eher, also ursprünglich von der Bühne, nach dem Musikstudium. Die erste Arbeit in der Art war in Feldkirch bei den Montforter Zwischentönen. Da hatten wir bei so einem Konzertdramaturgie-Wettbewerb mitgemacht und haben versucht, diese Wand zwischen Publikum und Ensemble ein bisschen aufzuweichen oder zu brechen. Und das Publikum konnte dann auch mit Bewegungsmeldern Sounds auslösen und musste sich entscheiden, welche Seite es nimmt, durch welchen Weg es reingeht, und hat damit dann quasi das erste Lied ausgelöst. Und danach kamen immer weitere Projekte, es hat immer aufeinander aufgebaut. Und was ich dort auch spannend fand, war, also es war das erste Projekt, also ging natürlich was schief. Und ich hatte einen ziemlich schlimmen Crash auf dem Beamer. Und dadurch hat man aber erst bemerkt, dass, also was da passiert. Und dann habe ich auch so ein bisschen den Gedanken bekommen, dass es ja auch wichtig ist, die Sachen zu verstehen, also als Zuschauer, dass es nicht einfach vorgefertigt wird, sondern dass ich auch verstehen will, wie das funktioniert, und so diesen Rahmen zu finden. Das war so der erste Impuls, den ich da hatte. Ja, genau. Und ich denke mir eben wieder genau das. Hier musst du praktisch alles zu Ende denken. Du musst nicht nur das kreative Moment haben, sondern du hast den Besucher, Betrachter oder Zuschauer, den hast du genauso mit im Auge und mit am Wickel. Ja. Ja. Und das ist eben sehr, sehr spannend, dass man irgendwann dazu kommt. Das ist mir schon klar, aber es ist für mich eigentlich, und das ist meine nächste Frage, ein bisschen widersprüchlich, weil einerseits ist der Musiker schon sehr publikumsorientiert. Mhm. Die Computer-Nerds, die ich so kenne, die sind alle eher eigentlich sehr eigenbrüglerisch und wollen das nicht. Und da kommt deine Synthese, die Synthese in deiner Künstlerschaft oder in deinem Künstlerdasein sehr gut zum Ausdruck. Also ich finde ja, den Computer kann man eigentlich auch als Mitspieler sehen, oder den Synthesizer auch. Also im Jazz oder in verschiedenen Musikrichtungen gibt es ja viel freie Musik auch, wo man dann Improvisationspartner hat. Und man bekommt Input, man gibt was rein in die Gruppe, bekommt Input zurück. Und das funktioniert eigentlich genauso mit einem Synthesizer oder mit Computern. Dass Fehler drin sind, ich drehe ein Rad einen Millimeter zu weit und plötzlich klingt es anders. Aber ich denke mir, ach, ist auch eine gute Idee. Okay. Ja, und diesen Fehlermoment kriegen wir natürlich genauso mit Publikum. Mhm. Das ist ja genau, Improvisation ist ja auch ein großes Thema, ein wichtiges Thema für dich. Und Interaktion zwischen Mensch, Computer,
Technik. Ja, also ein ganz, ganz interdisziplinärer Ansatz, der dich halt einfach für den Tunnel prädestiniert hat. Und das ist ja für das ArtLab Gleis 1 immer genau der Punkt, Künstler einzuladen und Künstler zu präsentieren, die Spagate wagen, die sich was trauen, die Grenzen überschreiten, Disziplinen überschreiten und die keine Angst haben vor nichts und nimmerts, auch nicht vor dem Bahnhof. Ich sehe den als Mitspieler. Ja. Heute hast du ja auch ein Konzert gemacht, das war ja auch Ausdruck deiner Improvisation. Vielleicht magst du uns da ganz kurz was erzählen, insbesondere da es ja zum letzten Tag deiner Ausstellung nochmal eins geben wird. Genau, also das Konzert heute war komplett improvisiert. Ich hatte natürlich so meine Bausteine, also ich habe mir Aufnahmen zurechtgelegt von Geräuschen, von Instrumenten, mit denen ich in den letzten Tagen geprobt hatte. Und daraus habe ich dann versucht, spontan etwas zu basteln und natürlich inspiriert von dem Moment und von den Leuten, die da waren. Genau, und ich reagiere dann auf den Synthesizer, auf den Computer und habe das Klavier dabei. Und quasi jedes ist ein eigenständiger Mitspieler für mich. Aha. Und ich schaue, was passiert. Okay. Ja, das bedeutet ja auch, du arbeitest mit deinen Instrumenten wie mit einem Orchester. Kleines Orchester. Schöne Idee. Ja, und dann gibt es eben noch dein Abschlusskonzert, vielleicht magst du sagen, das wird genau, am 7. August wird das Abschlusskonzert sein. Wird 19 mit Sicherheit, Uhr. 19 Uhr, wird mit Sicherheit ganz anders klingen als heute. Und ich bin selber sehr gespannt, wie es klingen wird. Ja. Es wird wieder aus gesammelten Klängen, aus Synthesizern, aus Klaviermusik bestehen, aber improvisiert sein. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall spannend sein. Wir haben jetzt schon eine Riesenfreude gehabt. Wir haben ja dieses Konzert heute schon gehört mit eigentlich vielen Besuchern auch, die alle begeistert waren. Und du hast viel Applaus bekommen. Und jetzt freuen wir uns über die Besucher, die kommen und diese wunderbaren Klanginstallationen und visuellen Eindrücke mitzunehmen, die hier in dem Tunnel sind, bis du wiederkommst. Und der Eintritt ist frei wie immer, Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie. Danke, lieber Paul, dass du da warst, da bist und wiederkommst. Danke für die Einladung.